Es gibt verschiedene Formen der verbissenen Wahrheitssuche. Für die einen, die der platonische Diskurs, die Sophisten benennt, entsteht, ist die Wahrheit keine absolut feststehende im platonischen Sinne, die zu finden wäre, sondern sie ist der sich verwirklichende, sich verifizierende, verwahrhaftigende Entwicklungsprozess ihrer eigenen Wahrheitsanschauung. Wenn zum Beispiel ein Sophist mit welchen Mitteln auch immer bei Gericht zum Vorteile seines Klienten gewinnt, so wird nachträglich das Wahrheit geworden sein, was sich als Endprodukt dieses Überzeugungsprozesses herausgestellt haben wird. Und so ist es für alle, die diesen heraklitisch-sophistischen Weg wählen, so, dass Wahrheit immer nur das gewesen sein würde, was in der Verifizierung, in der Verwahrhaftigung ihres leiblichen Körpers und Argumentationsverhaltens am Ende sich durchgesetzt haben würde als Überzeugung und nicht so wie das sokratische Diskurs meint eines Findens eines absolut wahren Guten, Schönen etc., zum Beispiel, indem dann Aristoteles das aufnimmt und sagt, irgendetwas kann als Sache, als Ding einem bestimmten Begriffssystem unterliegen. Und dann stellt man heraus, dass die andere Seite oder eine andere Politik oder eine andere Strategie die gleiche Sache, das gleiche Ding, die gleiche Begrifflichkeit nicht im gleichen Ordnungsprinzip unterlegt, sondern einem anderen. Und dann stellt man eben heraus, dass je nach Begehrensposition diesmal von der einen Seite, ein anderes Mal von der anderen Seite betrachtet wird. Aber die Sache, das Ding selbst bleibt immer das Gleiche. So nicht bei den Jesuiten, so nicht bei den Kaufleuten, so nicht bei den gegen Parmenides kämpfenden Heraklitianer und Sophisten. Da ist es ein Prozess, der erst am Ende der Diskussionsschlacht gezeigt haben würde, ob dies Gott wohlgesonnen gewesen sein würde, weil es gesiegt haben würde und die Indianer eben nicht genügend Abwehrkräfte hatten gegen eingeschleppte Keime, nicht nur der Erkenntnis, sondern auch des leiblichen Überlebens. Aber nach unserer Theorie ist Wahrheit noch etwas ganz anderes, denn sie besteht aus einem Durchlauf durch drei Positionen. Der absichtlich aufeinandergehetzten, der absichtlich anaximandrisch aufeinandergehetzten heraklitische Seite, sophistische Seite gegen die parmenideische, absolutäre Ideenseite des Platonismus und des Einen und des Feststehenden und Unverbrüchlichen, immer unveränderlichen Wahren, das zu finden sei und das in Kontrast zum bewegten Unwahren stünde, während auf der anderen Seite nur das im sich immer verändernden Prozess am Ende herauskommende Endgültige dann das momentan Wahre und Wahrhaftige gewesen sein würde, ganz im Gegenteil.
diese beiden Prozesse, wobei jede der beiden Seiten unbedingt in verzweifelter oder verbissener Wahrheitssuche die eigene Position durchzusetzen vermögen und episodisch gelingt diesmal der einen, mal der anderen Seite in den Zeitläuften der Geschichte. Aber das sind nur die beiden Drittelteile einer gesamten ternären Wahrheitsschleife, die eben die beiden aufeinanderhetzt, um am Ende den Prozess abzuschließen und dann wieder von vorne zu beginnen, gesteuert durch das Rhizom. Aber die Wahrheitsposition des Rhizoms, das können Sie bei Deleuze nachlesen, das wollen wir jetzt hier nicht ausführen weiter. Auf alle Fälle kommen viele Missverständnisse und Abwegigkeiten und Vergeblichkeiten und Unstimmigkeiten zustande, weil die Zielführung der eigenen Wahrheitsposition gegenüber der Zielführung der anderen Wahrheitsposition von vornherein in den Diskussionen nicht klar dargelegt wird, weil diese Positionen ja unbewusst sind.